Jörg, grüß dich. Hi. Heute am Nürburgring. Ja, mal zur Abwechslung am Nürburgring. Nächste Woche wieder in China, in Suhai. Da fahre ich dann wieder in Hybrid. Bin ziemlich viel unterwegs man in letzter Zeit. Man kommt doch so als Langenfelder verdammt weit rum, ne? Ja, doch, kann man so sagen. In Amerika bin ich halt hauptsächlich unterwegs. In der ALMS haben da jetzt zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Das wollte ich nicht gerade. Das war ein ganz gutes Jahr. Du bist ja mittlerweile Seriensieger, ne? Ja, könnte ruhig noch weitergehen, wenn es nach mir geht. Aber mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Ich habe das schon mal so den Jungs von früher oder überhaupt gehört, in der Formel König aus euch oder die meisten ist ja allerhand geworden. Dreimal in Folge ALMS-Sieger. Ja, sind einige dabei. Dirk Müller fährt ja auch immer noch, gegen den ich damals gefahren bin. War einer der härtesten Konkurrenten dieses Jahr. Also es macht immer noch Spaß. Ich kann sagen, der heute ja auch noch. Ne? Genau, er ist BMW-Werksfahrer, ich Porsche-Werkfahrer, fahren dann ALMS permanent gegeneinander. Und zwischendurch auch mal der Langstrecke unterwegs mit Müller. Genau, jetzt hier ist die Ausnahme. 24 Stunden Spa bin ich für BMS gefahren, haben da Gesamtsieg geholt. Dann in der GT Masters relativ häufig mit meinem Bruder unterwegs gewesen für Mühlner und jetzt hier. Du nimmst mir immer alle Fragen vorweg, ja. Ja, genau. Konnte da meinem Bruder halt ein bisschen helfen und jetzt zum Saisonabschluss hier in der VLN nochmal mit Mühlner. Ist der erste Einsatz für dieses Jahr auf dem Auto und läuft ganz gut. Kannst du denn schon sagen, was 2011 ist? Noch habe ich keinen Vertrag, also kann ich auch noch nichts sagen. Aber ich denke mal, dass es weitergehen sollte. Die Gespräche mit Porsche gehen jetzt langsam los. Und dann hoffe ich, dass ich vor Weihnachten was weiß. Du hattest den Start gefahren heute beim letzten Rennen der VLN, ne? Genau, ich bin Start gefahren. Es lief ganz gut. War fast den ganzen Stint vorne. Zum Schluss ist der Frank Stippler noch kurz vorbeigekommen. Sind dann zusammen in die Box gekommen. Und jetzt hat der Tim übernommen und ich gehe dann zum Schluss nochmal rein. Okay, Jörg, ich habe dich ja gerade so kalt erwischt hier draußen. Da komm, lass uns mal gerade ein Interview machen. Viel Erfolg für heute, viel Erfolg für die kommenden Jahre. Vielen Dank, das ist nett. Alles klar, man sieht sich. Auf jeden Jörg, Fall. Danke dir.